Noch ein Wasser? Bitte. Ja. Der Zarathustra. Ja, ja. Das ist Feuer. Das ist Musik. Der einzige Richard Strauss in Halifax seit 7 Jahren. Nein. Vor 3 Jahren gastierte Chicago hier. Mit der Ariadne. Übrigens haben wir ausverkauft das Haus. Aha. Die Akustik? Blendend. Sie werden gleich sehen. Naja, hören. Darf ich Sie eventuell um ein Autogramm? Nur für meine Frau. Was heißt nur? Ja. Später. Nach der Premiere. Jedenfalls, toi, schon für die Generalprobe. Ja, danke. Dazu haben wir zu viel investiert. Da fange ich lieber Heringe, als in den gottverlassensten Gegenden der Weltmeere herumzukurven. Heringe? Hast du Heringe gesagt? Wo willst du die noch fangen? 1995 das letzte Nashorn erlegt. Im Jahre 2006 der letzte Elefant. Woher willst du wissen, ob uns die Konkurrenz nicht längst zuvorgekommen ist? Ich sage dir, die letzten Wale sind ein Märchen. Ah, Quatsch. Halifax hat erst vor ein paar Jahren eine Walforschungsstation errichtet. Die haben sogar Überwachungs- und Begleitboote. Aber die haben in internationalen Gewässern keinerlei Rechte. Und schneller sind wir sowieso. Du wirst Flagge zeigen müssen. Die lässt sich austauschen. Trotzdem, ich find's zum Kotzen. Dann beug dich über die Reling. Vielleicht kannst du es als Ambra verkaufen. Wir tun unseren Job, Steve. Und wenn wir fündig werden, sind wir gemachte Leute. Trotzdem die Sache. Okay. Ich weiß, was du sagen willst. Der Walfang ist seit Jahren verboten. Na und? Lässt sich das kontrollieren? Wir sind die letzten Piraten der Weltmeere. Und Geld stinkt nicht. Mir stinkt's. Du wirst gut bezahlt. Bade voraus! Hab ich's doch gewusst. Steve, wir sind reich. Maschine, Fotograf voraus. Harpunenlappende ausfahren. Ich war so klar wie selten. Ich meinte die Musik, Eldritch. Ja, so. Die Musik. Ich freue mich so, dass das Konzert trotzdem stattgefunden hat. Was war denn eigentlich passiert, Eldritch? Was meinst du? Warum allen Musikern bei der Generalprobe schlecht geworden ist? Naja, wenn du mich fragst, irgendein Spaßvogel hat ihnen was in den Tee gekippt. Ein starkes Abführmittel oder so. Das muss ein Gerenne gewesen sein. Hat er auf einmal. Was ist das? Ich weiß nicht. Der Motor. Unser Auto. Aber das kann doch nicht sein. Auseinandergefallen. Wie Schrott. Polizeirevier Halifax 4. Freut mich, ja. Ja, Sie sind jetzt der 436. Anrufer.
Nein, es war kein Erdbeben. Alle Erdbebenwarten und geologischen Stationen Kanadas und der USA haben erklärt, dass... Was? Gut, schreib mal mit. Okay. Automarke Chevrolet. Chevrolet. Baujahr 2004. Dann war Ihre Mühle doch sowieso Schrott. Da kann man wohl sagen. Nein, nein, das war privat gesprochen, nur so für mich selbst. Ja, weiter. Farbe blau. Ja. Seit 2 Tagen nicht gefahren. 2 Tage rumgestanden. Sind Zündkabel abgerissen. Mhm. Achsenbruch. Türen, Motor, Haube zeigen Risse. Risse. Wagen aber nicht aufgebrochen. Okay, wir kommen vorbei. Wann? In 3 Tagen, wenn es hochkommt. Oh. Einem ganzen Orchester wird schlecht. Ein illegales Walfangschiff sinkt. In einem ganzen Stadtteil gehen sämtliche Autos, Straßenlaternen, Garagentüren, Fenster zu Bruch. Was zum Teufel ist die Ursache? Vielleicht ist es der Teufel. Das wäre witzig. Und wo sollen wir anfangen, hm? Ich habe nicht die geringste Idee. Kein Anhaltspunkt. Und das soll ein Fall für die Polizei sein. Vielleicht brauchen wir einen Teufelsaustreiber. Ich nehme meinen Hut. Was können wir machen? Doch nur die Schäden notieren. Fertig? Ich setze hier unsere Kläranlage aus. Wellenimpulsgeber on. Mach's ruhig mal ein bisschen stürmisch, Reck. Okay. Dauert einen Augenblick. Mhm. Das ist zu viel. Zu viel! Willst du alles überschwemmen hier? Muster 571 senden. Muster 571 on. Wie viel Hertz? 40. Geh mal runter auf 30. 20. Störgeräusch einschalten. Störgeräusch an. Was machen wir mit den SMs? Einzeln habe ich. Einzeln. Ja, natürlich. Sonst hätten wir hier bald die Schotten nicht. SM-17 einsehen. SM-17 eingesenkt. AV einschalten. AV on. Und langsam hochziehen, Red. Ganz langsam. Moment mal, HW. SM-17 reagiert atypisch in dieser Phase. Verfluchter Mist! Ist das wieder ein Materialfehler? Dieses Simulationsmaterial ist ein einziger Schrott. Werde die Firma verklagen. Moment. Hallo. Was ist denn? Hallo. Außengeräusch. Ach, in Teufels Namen, ist das wieder die Luftwaffe? Oder hab ich die Tür nicht ab? Hallo. Bist du's? Harvey. Besuch. Harvey, nimm mal die Kopfhörer ab. Ich schalte mal kurz aus. Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Oh. Mord. Ja, ich bin's. Oh. Ich fürchte, ich habe dich schrecklich gestört. Was sagst du? Ich fürchte, ich... Verzeihung, ich... Ich habe vergessen, die Kopfhörer abzunehmen. Ja, du siehst aus wie ein Pilot. Das ist zum Schutz gegen... Das ist nur zum Schutz. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nein. Red? Mhm? Es ist gut. Das ist meine... Das ist Maud. Ah. Wir kennen uns von der Universität. Ja, von der Universität. Ja. Es ist gut, Red. Okay. Wo kommst du her? Aus Kalifornien. Kalifornien? Ach, Urlaub. Ja, na klar, so braun wie du bist. Sollte es dir entfallen sein, dass ich dort einen Job habe? Am Institut für Meeresbiologie? Ja. Du hast es mir geschrieben. Mm-mm, ich habe es dir erzählt. Damals, noch auf der Universität. Als wir gemeinsam Examen machten. Damals? Ja, damals. Tatsächlich. Da waren wir so gut wie verlobt. Sollte dir das auch entfallen sein? War eine schöne Zeit, Maud. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nee, ach, mein Gott. Nun lass mich nicht auch noch verlegen sein. Es, was führt dich hierher? So überraschend, ich meine, warum...
Warum hast du nicht geschrieben? Habe ich ja. Tatsächlich? Mhm. Und telefoniert. Aber der Herr war nie zu sprechen. Ach, weißt du, meine Sekretärin... Komm, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Oh, meine Güte, jetzt reicht's mir. Das sage ich nun schon zum dritten Mal. Nimm mich endlich in den Arm. Ach so. Ja. Ja. Du bist der gleiche zerstreute Professor wie damals. Vielleicht habe ich dich deshalb so gern. Und immer noch ein Computerfreak, wie ich sehe. Oh ja. Ja, diese ganzen Computer hier, die brauche ich alle für meine Arbeit. Riesenlautsprecher. Oh ja, riesig, nicht? Hörst riesig. Du bei deiner Arbeit auch Musik? Ja, Musik. Harvey, was ist los mit dir? Du bist ja noch zerstreuter als früher. Vorhin hattest du einen richtigen Wutanfall, als ich reinkam. Oh ja, es ist leider... es ist nichts, Muck. Es ist schön, dass du da bist. Wirklich. Wo ist denn Robert? Robert? Harvey. Du machst mich ganz unglücklich. Dein Freund Robert, wen sollte ich sonst meinen? Oh ja, Robert. Ist er nicht mehr hier? Nein, er... Er ist nicht, er ist nicht mehr. Warum? Hat er den Job gewechselt? Wo arbeitet er jetzt? Ihr wart doch so glücklich, gemeinsam diesen Forschungsauftrag zu bekommen. Komm mit. Hier begraben? Nein. Hast du dieses Holzkreuz gezimmert? Ja. Wo liegt er? Draußen. Im Meer. Im Meer. Wie ist er gestorben? Er ist ertrunken. Wann? Ach, wann, Mut, wann, wann? Ja, warum ist er ertrunken? Warst du dabei? Ich meine, warum habt ihr nicht mehr gefunden? Er ist bei einem Forschungsauftrag ertrunken. Ach, ich verstehe. Nein. Keine militärische Geschichte. Ach, gib mir deinen Mantel, Harvey. Ich friere. Du willst also nicht mehr. Nicht mehr zurück. Harvey, langsam verliere ich meinen Humor. Es ist 10 Uhr abends. Natürlich kann ich mir ein Taxi zum nächsten Flughafen nehmen und mir die Nacht um die Ohren schlagen, bis ich eine Maschine nach San Francisco kriege. Deine Gastfreundschaft ist wirklich berauschend. Mut, so war es nicht gemeint. Es ist Roberts. Es ist Roberts Zimmer. Ich habe kein anderes. Wo schläfst du denn? Ach so, ich? Ja, wenn du meinst. Danke. Jetzt will ich nicht mehr. Ich muss auch noch arbeiten, Mom. Ja, das musst du immer. Weißt du, wir stehen ganz kurz... Du stehst mir im Licht. Ach so. Entschuldigung. Es stört dich also nicht in Roberts Zimmer. Meinst du, ich glaube an Geister? Geh an deine Arbeit. Ich werde noch ein bisschen Musik hören. Du findest hier jede Menge Kassetten. Klassik, hier die Oldies der Popmusik und das ist hier die neue Sphäre. Ja, ich finde mich schon zurecht. Ja. Also, gute Nacht, Mann. Gute Nacht, Harvey. Harvey, wann stehst du gewöhnlich auf? Hört mich nicht mehr. Ah ja. Bach? Vivaldi? Mahler, Schönberg? Mahler vielleicht. Den mochte Harvey nie. Hm.
22. Juli 2022. Was denn das? Es scheint mir notwendig, eine Art Logbuch unserer Forschungen zu führen. Zumal Harvey sich hartnäckig weigert, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen. Warum? Wir sind doch schon so weit. Das ist Roberts Stimme. Oder hat er noch einen Trumpf im Ärmel? Irgendeine Entdeckung oder ein Konzept, das er selbst vor mir verbirgt? Er ist so verschlossen in letzter Zeit. Andererseits manisch wie ein Alkoholiker. Workaholic, sagte man wohl früher. Immerhin haben wir heute einen gekippt. Das Datum liegt es ja auch nahe, 22. Juli 2022. Und Harvey war mal richtig vergnügt, wie in alten Tagen. 23. August. Der Sommer geht dahin. Meine wissenschaftliche Arbeit ruhte. Meine Aufgabe war die Koordination unserer Kontrollboote, um Piratenschiffe von mehreren Walschulen fernzuhalten. Mühseliges Unterfangen. Ob wir überhaupt dauerhaft Erfolg haben? Von Wahl. 17. September. Harvey scheint der Durchbruch gelungen zu sein. Wir hängen Tag und Nacht an unseren Bändern und Computern. Wenn sich die Muster tatsächlich in der Struktur zusammenfügen, wie Harvey annimmt, ist es so fantastisch, dass wir uns vor dieser Intelligenz nur ehrfürchtig verneigen können. Oktober. Geschafft. Vor uns liegt ein neuer Kontinent der Sprache, der unglaublichsten und märchenhaftesten Ausdruckskraft. Wir haben allerdings starke Übersetzungsprobleme, da es nicht wie zwischen menschlichen Sprachen um, sagen wir, ein Verhältnis annähernd 1:1 geht, sondern um ein Verhältnis 1:10. Vielleicht sogar um ein Verhältnis 1:200. November. Harvey reißt mich so mit, dass mein Tage- oder Logbuch darüber verkümmert. Er ist nicht nur als Informatiker ein Genie, sondern hat außerdem technische Begabung. Zur Entwicklung seines BTT hat er allerdings einen neuen Assistenten hinzugezogen. Red Steiner vom Massachusetts Institute of Technology. Sehr begabter Bursche. 16. Dezember. Die Simulationen mit dem BTT im Becken sind mehr als erfolgversprechend. Wir brennen darauf, das Gerät unter natürlichen Bedingungen zu testen. Ja, dazu müssen wir bis ins späte Frühjahr warten. Jetzt kommt erstmal Weihnachten und wir gehen für kurze Zeit auseinander, um Ferien zu machen. Ich fragte Harvey, ob er nicht Maud besuchen wollte. Er stierte mich an wie ein Irrer. Er gefällt mir nicht. Er brütet noch etwas aus. 4. Februar. Ungeheurer Streit mit Harvey. Ich dringe auf Veröffentlichung unserer Versuchsreihe. Harvey sperrt sich. Warum? 9. Februar. Es ist heraus. Harvey arbeitete synchron an einer weiteren Erfindung. Sie ist sogar relativ einfach auszuführen. Und Red Steiner meint, er würde das Ganze noch für diese Saison hinkriegen. Harvey will nichts veröffentlichen. Aus Angst, das Militär mache sich sofort darüber her. Ich bin nicht seiner Meinung. Dazu sind unsere Ergebnisse zu exklusiv. Die Odyssee oder Shakespeares Gesamtwerk hat man bisher meines Wissens auch nicht militärisch nutzen können. Harvey hält dagegen, dass der riesige Redundanzbereich der neuen Sprache, die im Sensorischen liegt, sie verführen könnte. 21. April, die Wale kommen. Gigantisch. Das Experiment mit dem neuen verkleinerten BTT erfolgreich verlaufen. Man müsste einen anderen Körper annehmen können, ein anderes Gehirn, um alles zu begreifen.
17. Mai. Unsere Versuchsreihe mit dem AV läuft auf vollen Touren. Juli. Vor fast genau einem Jahr, am 22. Juli 2022, habe ich mit diesen Aufzeichnungen begonnen. Und morgen wollen wir hinaus. Mit dem neuen Teufelsgerät. Sofern das Wetter ruhig bleibt. Irgendwie habe ich Angst, dass... Das hat wohl noch keiner gefunden. Ob er nicht Mord besuchen wollte? Er stierte mich an wie ein Irrer. Warte, diese Schauer von Glückseligkeit, die wir im Experiment mit dem BTT auf... Geheuer Streit mit Harvey. Unten wollen wir hinaus. Mit dem neuen Teufelsgerät. Sofern das Wetter ruhig bleibt. Irgendwie habe ich Angst, dass... Harvey, ich muss dich schon berühren, damit du deinen ewigen Kopfhörer abnimmst. Arbeitest du schon wieder oder immer noch? Entschuldige. Was hörst du da? Also, als gelernte Meeresbiologin müsstest du das Geräusch eigentlich kennen. Ah, eine Kaffeemaschine. Was? Ach so, möchtest du eine Tasse Kaffee? Zwei. Und von den frischen Croissants, die dort unangerührt stehen. Und vermutlich von den zarten Händen deiner umsichtigen Sekretärin hingestellt worden sind. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Oh, du bemerkst so einiges nicht. Außer deinen Wahlgesängen. Ja. Sind die nicht fantastisch? Hör mal. Ich kenne sie. Du glaubst, du kennst sie? Du kennst gar nichts. Komm, Harvey, lass uns nicht streiten. Du hast überhaupt keine Ahnung. Kein Mensch hat eine Ahnung, außer... Außer? Ach, nichts. Schön, dass du da bist. Na endlich. Diesmal scheinst du nicht gelogen zu haben. Sag mal, das Wetter ist herrlich. Wollen wir uns nicht raussetzen und draußen frühstücken? Wir machen die Fenster auf und hören Musik. Durch deine gigantischen Lautsprecher hört man sie ja vermutlich noch 10 Meilen auf dem Meer. Nicht nur das. Sehen aus wie Radioteleskope. Hm. Nicht schlecht, ne? Eine Spezialanfertigung. Damit kannst du eine riesige Freilanddisco gründen. Ja. Disco. Sag mal, Harvey, wann ist Robert eigentlich gestorben? Wann? Ja. Das muss... Ja, voriges Jahr war das. Wann genau? Wann willst du denn das wissen? Ach, nur so. Nur auf deinem Holzkreuz sind noch nicht mal Geburt und Todesdatum verzeichnet. Nein, nein, das muss... Es nicht mehr? Im Sommer? Ja, natürlich, im Sommer. Juli? Glaube. Hast du keinen Kalender? Ist denn das so wichtig, Mo? Ja, vielleicht ist das wichtig. Da hängt noch der alte vom vorigen Jahr. Gib mal. Meine Sekretärin ist doch nicht so umsichtig, wie du meinst. Sonst hätte sie ihn längst abgehängt. Ah ja, hier. 22. Juli. Rot umrandet. Harvey, woran arbeitet ihr? Woran ist Robert gestorben? Das habe ich doch gesagt, er ist ertrunken. Harvey, ich habe gestern noch Musik gehört. Das heißt, ich wollte Musik hören. Mahler, den du nicht magst. Nach den ersten Takten hörte ich Roberts Stimme. Was? Ja. Du? Ja, er hat auf diese Kassette gesprochen. Eine Art Tagebuch. Er wollte es wohl geheim halten vor dir. Er berichtet von einer Erfindung. Nein, eigentlich von zweien. Einmal von einer wahren Glückseligkeitsmaschine, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, den BTT. Ja, so nennt ihr es wohl. Und dann von einem wahren Teufelsgerät, so drückt er sich aus, das ihr erproben wolltet.
Sein Tagebuch schließt mit dem 21. Juli. Am 22. Juli ist er tot. Du sagst nichts? Robert Folter. Er berichtet von einem ungeheuren Streit zwischen euch. Hat er auch was darüber gesagt, dass er unsere Forschungen veröffentlichen wollte? Zur Veröffentlichung freigeben wollte? Nein. Er sagte nur, du wärst dagegen. Okay, Maud. Du wirst es verstehen. In 3 Tagen, wenn kein Sturm kommt, fahren wir raus. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Robert ist daran gestorben. Kannst du mich verstehen? Ja, wunderbar. Eure Geräte sind besser als unsere. Des Meeres zum Beispiel gibt es mehr als 50 Empfindungsarten. Und Sie können sie außerdem mit den Kältegraden des Wassers koppeln, der Tageszeit, der Schnelligkeit Ihres Schwimmens, Ihrem augenblicklichen Gemütszustand und dem der Herde, den Ihnen begegnenden Fischzügen und so weiter. Sie spinnen unendliche Epen. Ich vermute aus reiner Freude am Sein. Catherine und Roger Payne berichteten schon vor rund 40 Jahren, 1983, von einem Buckelwal, der 10 Stunden lang sang.
Aber die gesamte Sequenz war noch länger, denn er hatte bereits gesungen, als sie ihn aufstöberten, und als sie ihn verließen, sang er immer noch. Weißt du, deshalb war das so schwierig, den Wahlcode zu entschlüsseln. Ihre Sprache entspricht nicht der unseren mit ihren abstrakten Informationen. Sie teilen sich über ihre Körper mit, durch ihre Körper. Sie übersetzen ihre Empfindungen direkt in Vibrationen. Ah, ihre Empfindungen sind Vibrationen. Deshalb war mir, als vibrierte mein ganzer Körper. Hast du mal was von der Blindscheinwerfertheorie gehört? Moment, lass mich nachdenken. Das war genau vor 60 Jahren, 1963. Zwei sowjetische Wissenschaftler haben sie entwickelt. Du weißt doch, was Walrat ist. Im Schädel des Pottwals befindet sich eine Höhlung, die mit extrem feinem Öl gefüllt ist. Sie haben das seinerzeit als Schmiermittel im Raketenbau benutzt. Stell dir mal vor. Weil es nicht gefriert und nicht flockt. Also, die beiden stellten die These auf, das Walradorgan dienen dazu, eine Schockwelle zu bündeln, eine Art akustisches Geschoss, mit dem die Beute gelähmt oder geblendet wird. Die Forscher dachten damals, es diene der Ernährung. Ja gut, also dazu dient es offensichtlich auch. Aber es ist ebenfalls ein riesiges Schwingungs- und Kommunikationsorgan. Und mit unserem BTT ist es nun möglich... Was bedeutet das BTT? Ach so, ich habe es so genannt, das ist eine Abkürzung. Für Bipol Transfer Tuner, also ein Übersetzungsgerät. Es verwandelt unsere Sprache in Wahlresonanzen und umgekehrt ihre Töne in annähernd menschliche Informationsbits. Ganz geht's nicht auf, natürlich, aber Wale sind überaus intelligente Tiere. Harvey, fantastisch. Wann veröffentlichst du deine Ergebnisse? Die sind einmalig. Da hat man immer nach fremden Intelligenzen auf irgendwelchen fernen Planeten gesucht. Und hier in unserer Nachbarschaft, im Ozean... Ich werde nichts veröffentlichen. Nichts? Ja, aber Harvey, du hast die Pflicht. Die Menschheit muss endlich wissen... Die Menschheit muss gar nichts. Die Menschheit ist töricht. Aber gerade durch deine Entdeckung wird sie eine fremde Intelligenz neben sich erkennen. Sie erforschen, sie lieben lernen. Sirenengesang. Was? Du hast eine äußerst romantische Vorstellung von der Liebe der Menschheit. Was ist das für ein Quatsch? Ich bin Forscherin wie du. Ja, für Krebs und Schnecken. Jeder Forschungsgegenstand ist im globalen System wichtig. Es ist die sicherste Art, die Wale zu schützen, indem wir endlich ihre Intelligenz anerkennen. So, meinst du, jetzt will ich dir sagen, was geschieht. Das Militär stürzt sich darauf. Ich zitiere einen gewissen David Day aus dem vorigen Jahrhundert. Tests weisen darauf hin, dass Fische oder Tintenfische, die der vollen Kraft dieser akustischen Stöße ausgesetzt sind, er spricht von Pottwalen, nicht bloß gelähmt oder geblendet werden, vielmehr werden auch Teile ihres Körpergewebes zerstört und die Tiere so wahrscheinlich getötet. So hat er sich ausgedrückt. Gott sei Dank sind sie mit ihren Tests nicht sehr weit gekommen. Aber wenn das Militär das hier mitkriegt, dann werden sie sofort Stacheldraht ausrollen und das gesamte Gelände hier einzäunen. Ich darf dann schön weiterforschen, aber mit einem Gewehr im Genick. Quatsch! Ja, und wenn das Militär nicht, dann das Fernsehen, die Presse. Ganze Horden von Sporttauchern werden das BTT dazu benutzen, unendliche Dummheiten an diesen Geschöpfen auszuprobieren. Harvey, du bist vollkommen unsachlich. Du bist vollkommen naiv. Weißt du, was das sein wird? Gequatsche! Gequatsche! Wahltourismus. Hallo, ich bin Johnny Lansdale, der heiße Sporttaucher. Ich habe euch eine Banane mitgebracht. Also jetzt hör endlich auf. Du bist ja einfach rückständig. Und du bist blind. Haben die Menschen einmal... Was wollen Sie denn? Harvey, bitte nimm dich zusammen. Geht ja ziemlich hoch. Ach, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Oh, als Polizist ist man einiges gewohnt. Solange Sie noch nicht mit Messern aufeinander losgehen. Was wollen Sie? Uns nur ein wenig umschauen. Sind Sie Harvey Karpik? Ja. Der Leiter dieser Forschungsstation? Ja, und wer sind Sie? Ich bin der Assistent. Gut, dann verschwinden Sie bitte, ich habe zu arbeiten. Wir wollten nur kurz wissen, ist bei Ihnen was zu Bruch gegangen? Neulich. Bei der großen Erschütterung im Viertel. Was für eine Erschütterung? Sie waren also nicht betroffen, gratuliere. Wir hatten 536 Beschwerden. Riesenlautsprecher haben Sie hier. Das sind Forschungsgegenstände. Und was forschen Sie so? Es heißt, was erforschen Sie? Oder was ist Ihr Forschungsgebiet? Pardon. Also, was erforschen Sie oder was ist Ihr Forschungsgebiet? Das wissen Sie doch.
Dies hier ist eine Wahlforschungsstation. Gibt es also immer noch einige von den Dingern? Ja, es gibt immer noch einige von den Dingern. Wir füttern sie mit Bananen an. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist auch mir neu. Und wozu sind diese Dinger? Ich meine die Lautsprecher. Sie machen Musik hörbar. Da müssen Sie ja Ohren wie Bongo-Trommeln haben. Hahaha. Können Sie mal was einspielen? Sie hören doch was. Ja, Wale. Vom Band dort im Hintergrund. Ach, die kennen Sie immer. Man kennt so einiges. Übrigens, Ihr Wagen ist kaputt. Was? Sie haben doch einen Wagen. Diesen roten Japaner im Carport. Ja. Er sieht etwas mitgenommen aus. Sie verlassen Ihren Raum wohl selten. Tja, das war's. Im Moment. Paste? Ja. Ja, es ist wie angegossen. Eure Taucheranzüge sind besser als unsere. Wir haben nur Standard. Augenblick mal. Hilf mir doch mal mit dem Sauerstoffgerät. Hast du dein BTT überprüft? Selbstverständlich. Die Spezialsonare sind ausgefahren? Ja. Glaubst du eigentlich, der Inspektor hat die wirklich für Lautsprecher gehalten? Entschuldigung, das sind ja Lautsprecher. Hier stimmt was nicht. Achso. Allerdings für einen bestimmten Zweck. Du musst bedenken, wir transportieren die Töne über hunderte von Meilen. Harvey, ich habe Angst. Es ist mir endlich gelungen, Blauwale anzulocken. Die brauchen mich. Was hast du vor? Warum willst du mich diesmal nicht mitnehmen? Es ist etwas anderes, nicht wahr? Gib mir mal den Plastiksack. Harvey, ich habe ein Recht. Du hast überhaupt kein Recht. Ich weiß, was ich tue. Ich habe endlich die Fehlerquelle entdeckt. Ich verstehe. An dem, was du jetzt vorhast, ist Robert gestorben. Ja. Ich komme mit. Nein, Mo, dies hier ist nichts für kleine Mädchen. Ach, mir bleibt die Luft weg. Kann ein intelligenter Mann im 21. Jahrhundert noch so borniert sein? Wenn wieder erwarten, etwas schiefgehen sollte, dann... Ach, du bist verrückt, Harvey, du bist verrückt. Ja, Maud. Vielleicht. Aber es ist mir gelungen, die Blauwale zu rufen. Es gibt nur noch wenige Herden von Blauwalen. Die größten Geschöpfen, die je gelebt haben auf diesem Erdball. Ich muss es tun. Ich liebe diese Tiere. Die mehr Gefühl und Freude in sich haben als wir Menschen. Anthropologen haben die Entwicklung menschlicher Intelligenz von folgenden drei Faktoren abhängig gemacht. Gehirnvolumen, Faltung und Interaktion. Alle drei Bedingungen sind bei den Walen erheblich höher entwickelt. Weißt du, wenn ich könnte, ich würde mich in einen Blauwal verwandeln. So, gib mir jetzt mal die Geräte. Sie sind in diesem Plastiksack? Sind das die Teufelsgeräte, von denen Robert sprach? Mut. Wenn ich an den Teufel glaubte, würde ich das hier nicht unternehmen. Lass dir meinetwegen von Red erklären. Er ist oben, im Steuerhaus. Ciao. Harvey! Ich will nicht träumen lassen, einmal bei der Wasserpolizei zu enden. Schon der Anblick von Wasser macht mich seekrank. Dafür hältst du dich ganz gut. Gesprächiger sein. Was sollen die hier mitten auf dem Ozean? Mitten auf dem Ozean ist übertrieben. Der ganze Hafen hat gelacht. Ein Riesenschlauchboot, ein Plastikboot, ein Glasfiberboot. Schließlich sogar noch eins aus Holz. War schwer aufzutreiben. Alles im Schlepptau. Was für das Übliche. Rettungsinseln, Rettungsboote, Rettungsringe. Du scheinst überzeugt zu sein, dass wir Schiffbruch erleiden. Und das gleich vierfach. Kennst du die Geschichte vom Mann mit den Hosenträgern? Nein. Es war im Zirkus. Der Clown wettete, er würde einen Zuschauer, ohne dass dieser es merkte, die Hosen ausziehen. Ein Mann stand auf und wettete dagegen. Er ließ sich von anderen Zuschauern Hosenträger, einen Gürtel, einen Strick
und für die Fußgelenke zusätzlich Fahrradklammern geben. Und? Ich denke, es war alles, was er tun konnte. Das Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte weiß ich noch nicht. Du scheinst auf See deinen Verstand zu verlieren. Sei froh, wenn du dein bisschen Verstand behältst. Was ist das? Jetzt wird es ernst. Das ist es also. Das kann nicht gut gehen. Du wolltest es wissen. Diese ganze Idee ist so abstrus, so abseitig. Amod, jede geniale Idee hat zunächst etwas Abwegiges. Nein, das ist es nicht. Irgendwie steckt etwas Menschenverachtendes drin. Lange genug haben die Menschen ihre Mitgeschöpfe verachtet. Welcher Philosoph war es, der den Tieren die Seele absprach? Descartes, ne? Vielleicht habt ihr ja recht. Wie still das Meer ist. Mhm. Nur diese riesigen Körper. Blauwale sind noch größer, als die größten Saurier es waren. Im Augenblick sind sie ganz ruhig. Was macht Harvey? Unterrichtet er sie? Ich denke, Sie hören ihm zu. Gleich werden Sie antworten. Red. Es ist der kritische Augenblick. Red. Mut, warte. Ich muss das BTT. Alles kommt viel schneller, als ich dachte. Ich muss Sie zurückhalten. Sie können noch nicht unterscheiden. Red. Du kannst mich doch nicht allein. Sie sind über dem Berg. Ja. War ein bisschen kalt, die Angelegenheit. Sie haben mich buchstäblich in letzter Sekunde herausgefischt. Wir konnten nicht eher ran, ohne selbst abzusaufen. Ich denke, es war schieres Glück, dass diese Riesen abgedreht haben. Ich glaube, Red Steiner hat sie dazu gebracht. Sie wissen, dass er... Ich weiß. Eine unglückselige Geschichte. Das ist nun schon der dritte Forscher von der Station. Sind Sie bereit zu erzählen? Ja. Sie haben nichts dagegen, wenn mein Kollege ein Tonband laufen lässt. Ich denke, ich erzähle Ihnen ohnehin keine Geheimnisse mehr. Über das BTT wissen Sie schon Bescheid? Ja, wir mussten der seltsamen Zerstörung im Viertel nachgehen. Als ich dann diese Riesenlautsprecher sah... Es sind Spezialsonare, die ins Wasser gesenkt werden. Sonar ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Aber sie peilen die Wale an. Allerdings mit ihren eigenen Tönen, die über diese Sonare gesendet werden. Ich glaube, bis zu einer Distanz von annähernd 800 Seemeilen. Wasser leitet den Schall ja erheblich besser als Luft. Und diese Idee, an der offensichtlich alle drei gescheitert sind... Dem AV. Dem AV? Was heißt das? Amplitudenverstärker. Das Prinzip ist ja bekannt. Schon im 20. Jahrhundert hat man beispielsweise in der Medizin damit begonnen, Gallensteine durch Schallwellen zu zerstören. Oder im großen Maßstab. Denken Sie an die Druckwellen, die man ebenfalls früher bei den Atombombenversuchen erzeugt hat. Und dieser Amplitudenverstärker... konnte gewisse Frequenzen im Spektrum der Wahllaute fast beliebig verstärken, ohne den Körpern der Tiere Schaden zuzufügen. Dann waren wohl Tests der Grund, warum hier im Umkreis von 2 Meilen die Fensterscheiben zu Bruch gingen. Vermutlich. Gewisse Materialien wie Glas, Eisen und so weiter sind sehr sensibel für den betreffenden Schwingungsbereich. Ihre minimale Eigenschwingung wird mehr und mehr verstärkt. Die Spannung des Materials bricht zusammen. Ein Zerspringen, Zerbersten ist die Folge. Auf diese Weise ist also der Walfänger zerstört worden. Und jetzt das Forschungsschiff. Ach, deshalb also hatten wir diese verschiedenen Rettungsboote bei uns. Aus Gummi, Holz, Plastik. Jetzt verstehe ich auch die Geschichte
mit den Hosenträgern. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass dein Geschwätz auf Tonband festgehalten wird? Bitte weiter. Den Menschen mit durchlässigem Körperbau wird allenfalls schlecht, es sei denn... Sie geraten zu nah an diesen Resonanzbereich. Ja. Mhm. Offenbar verträgt der menschliche Körper zu große Nähe dieser Schwingungen auch nicht. Nach Reds Andeutungen würden die Gefäßwände reißen. Man verblutet innerlich. Ja, aber wozu das Ganze? Wale haben keinen Killerinstinkt. Sie sind die verspieltesten Tiere der Welt. Sie leben in unseren Ozeanen an die 70 Millionen Jahre. Sie haben riesige Gehirne, die sie bisher fast ausschließlich dazu benutzt haben, zu spielen und die Schöpfung zu besingen. Das Meer. Harvey Karpek hat ihre Sprache entziffert. Er war überwältigt von der Wucht und Schönheit ihrer Ausdruckskraft. Er wollte unter allen Umständen diese Tiere erhalten. Und? Er baute ihnen ein Aggressorinstrument. Eine Art akustischer Kanone, diesen Resonanzverstärker. Damit sie eine Waffe hätten, mit der sie sich vor dem Menschen schützen können. Red Steiner sagte, sie hätten versucht, diese Geräte den Walen anzuheften. Bei einigen Herden ist es ihnen offensichtlich gelungen. Und da hat sie ihn erwischt. Und dabei hat er sich selbst zerstört. Eine tragische Entwicklung. Augenblick. Ja? Ja, berichten Sie. Wie? Das ist nicht möglich. Ob ich eine Erklärung dafür habe? Allenfalls schwant mir etwas. Ein Kriegsschiff der kanadischen Marine ist 70 Seemeilen von Halifax gesunken. Ein Fischereidampfer hat havariert und ein Öltanker funkt SOS. Rätselhafte Materialrisse. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich ahne es. Ich weiß, Mort, welches Risiko Sie eingehen. Ich wünsche Ihnen Glück. Danke. Vielleicht ist es ja die gleiche Wahlschule, mit der ich mal gespielt habe. Ich hoffe es. Ihre Stimme über die Spezialsonare hat Sie jedenfalls hergelockt. Soweit ging alles gut und bis jetzt sind Sie friedlich. Ach, eigentlich sind Sie es immer. Es muss irgendein Missverständnis vorliegen. So. Ich tauche jetzt. Sie. Na los, helfen Sie ihr doch schon. Ich bin seekrank. Das ist dein einziger Verlust. Mort, ich gratuliere. Sie haben es geschafft. Und unser Schiff ist nicht in alle Einzelteile zerlegt. Was ist mit Ihnen? Also reden Sie doch. Sie schütteln den Kopf. Sie sind ja ganz blass. Bedeutet das, dass... Wie alt sind Sie, Inspektor? Was soll das? Es ist lange her, dass Sie Kind waren, was? Haben Sie als Kind vielleicht auch dieses Spiel gespielt? Schiffe versenken? 70 Millionen Jahre haben die Wale in den Ozeanen gespielt. Nur für sich allein. Jetzt haben sie ein neues Spiel entdeckt. Mein Gott. Sie haben mir übrigens noch ein Geschenk gemacht. Was für ein Geschenk? Die weißliche Masse, die dort treibt. Wissen Sie, was das ist? Amra. Das Erbrochene dieser großen Säuge. Irgendwann hat Harvey ihn wohl gesteckt, dass Ambra zur Parfumherstellung genutzt wird. Für den Wohlgeruch der Menschenweibchen. Sie haben es für mich ausgeschieden. Sie sagten, als letztes Geschenk. Das letzte Geschenk, Science-Fiction-Hörspiel von Eike Gallwitz. Die Rollen und ihre Sprecher waren Harvey Karpek, Ernst Jacobi, Maud, Karin Schröder, Robert, Klaus Götte,
Red Steiner, Reinhard von Stolzmann. Manager Klaus Hämmerle, Dirigent Harald Heinz. Kapitän Klaus Beusen, Steuermann Hans-Jürgen Wildgrube. Mrs. Smith, Karin Kaiser. Mr. Smith, Michael Rademacher. Polizeiinspektor Walter Renneisen. Sein Kollege Helmut Zuber. Regie Andreas Weber-Schäfer. Wir brachten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Studio Heidelberg aus dem Jahre 1990.